Wir sind hier auf der CeBIT und ich habe mir sagen lassen, dass dieser Knilch die Antwort auf all meine Fragen hat. Paul, wo sind die neuen MacBooks? Ich glaube, Apple ist nicht auf der CeBIT. Aber so gut kenne ich mich nicht aus. Ich bin zum ersten Mal hier. Ach so, wo kommst du denn her? Ich stamme von dem Planeten Saturn. Als ich auf der Ringbahn gefahren bin, wurde ich ein schwarzes Loch gesogen und bin daraufhin im Saturnmarkt Ingolstadt aufgewacht. Und jetzt arbeitest du dem Saturn? Nachdem ich mich kurz vorgestellt habe, kam es direkt zum Bewerbungsgespräch. Ich konnte sie mit meinem elektrisierenden Charme alle um den Finger wickeln. Aber sag mal, im Saturn gibt's doch schon Mitarbeiter. Nimmst du denen nicht den Job weg? Nein, das geht ja überhaupt nicht. Meine Kollegen kennen sich viel besser aus. Ich unterstütze die Mitarbeiter, indem ich die Kunden in Empfang nehme und sie zum Regal begleite. Dort angekommen, übernehmen meine Kollegen. Weißt du denn ungefähr, wie oft du deine Kollegen entlasten konntest und wie oft trotzdem noch ein Servicemitarbeiter vonnöten war? Das kann ich sogar ganz genau sagen. Bisher konnte ich bereits über 7000 Mal den Kunden weiterhelfen. Nice. So, jetzt gibt es natürlich immer mal wieder eine Diskussion über Roboter wie dich. Die sollen, wenn es nach ein paar Aktivisten geht, bald Steuern bezahlen. Kommt das für dich in Frage? Bei mir würde höchstens eine Mineralölsteuern anfallen. Da gehen schon einige Tassen an einem Arbeitstag weg. Was wirst du denn am meisten gefragt? Was wollen die Kunden am meisten wissen? Meistens wünschen sich die Kunden eine Orientierungshilfe, weil sie gleich zu einem konkreten Produkt geführt werden möchten. Aber manche wollen auch wissen, was ich vom Wetter halte, wie ich das Fußballspiel gestern fand oder ob ich eine Freundin habe. Sag mal, du hast heute schon mehr geredet als Technik, glaube ich, in den letzten Jahren. Wie versteht ihr euch? Technik und ich sind gute Freunde. Manchmal sitzen wir stundenlang nebeneinander, ohne zu reden. Wir verstehen uns auch ohne Worte. Na, das freut mich doch. Naja, vielleicht komme ich dich demnächst mal in deinen Saturn besuchen und du führst mich doch noch zu den MacBooks. Ich erwarte dich schon mit Vorfreude. Vielleicht hast du ja auch Zeit auf eine gemeinsame Tasse Maschinenöl. Auf Wiedersehen. Maschinenöl gibt's auch auf der CeBIT wahrscheinlich noch genug. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram. Mein Name ist Timon für die Nerdbench.